Hallo ihr Lieben, also ich bin sehr gut in Kanada angekommen, alles ist im grünen Bereich. Und weil sich also viele interessiert haben, ja, ich bin allein. Ich habe es gewagt, meinen Mann alleine zu Hause zu lassen. Ich muss dazu sagen, wir haben uns wirklich natürlich abgesprochen. Wir sind seit über 20 Jahren zusammen und unsere Beziehung steht auf einem sehr soliden Baustein. Wir kennen einander sehr gut und deswegen konnte ich es auch riskieren, ihn mit dieser Geschichte alleine zu lassen. Er war ja gar nicht alleine. Also er hat wirklich eine Menge Leute, die sich dort drüben um ihn kümmern. Also es war überhaupt kein Ding, dass ich da nicht hätte fahren können. Das ist ja nicht lebensbedrohlich, ne? Und also es ist das rechte Ohr. Es kriegt jetzt Cortison und das dürfte jetzt in ein, zwei Tagen gegessen sein und dann kommt er nach. Manchmal kann man Dinge nicht aufschieben. Ich habe behördliche Dinge hier zu tun. Klar, nach 10 Monaten Abwesenheit ist da eine Menge angefallen und das kann man nicht aufschieben. Das ist nun mal leider so. Ich habe gestern schon die Familie gesehen. Es war sehr schön. Mein Enkel ist schon über 2 Meter groß. Das ist der Wahnsinn. Und wir gehen jetzt gleich ein Golfbag kaufen, weil ich ihn dann mit entführe rüber nach Pender Island, weil wir dann golfen gehen wollen. Und es ist jetzt nicht so, schreien wieder alle auf, das Golfen ist hier ein Volkssport, muss ich dazu sagen. Also nicht so eine elitäre Geschichte wie in Deutschland. Hier kostet zum Beispiel ein Gesamtgolfbag so viel wie in Deutschland ein einzelner Schläger. Muss man auch mal sagen. Und in diesem Golfbag sind ungefähr 8, 9 Schläger drin. Also das kriegt er jetzt noch zu Weihnachten. Und ja, damit habe ich doch eigentlich alle Fragen, die allen so auf der Zunge lagen, beantwortet. Und nein, ich bin ja voll geimpft. Das heißt, ich konnte rein, musste nur einen PCR-Test machen. Der wird mir heute im Laufe des Tages zugeschickt. Ich darf mich aber frei bewegen als Vollgeimpfte. Und ja, und es ist nicht heiß. Ich habe die heiße Zeit verpasst, Gott sei Dank. Es hat jetzt ca. 22, 23 Grad. Es soll morgen ein bisschen wärmer werden, bis 28 Grad drauf. Aber das sind Temperaturen, mit denen kann man absolut leben. Jetzt zeige ich euch noch, wo ich hier bin. Also ich bin gegenüber von Granville Island. Das ist da drüben. Das sind die großen Markthallen. Da kann man wunderbar einkaufen gehen. Allerdings auch sehr teuer. Das hier ist der berühmte Seawall, wo alle immer mega sportlich unterwegs sind. Hier, Moment, ach Gott, ich bin echt schlecht. Hier drüben kommt jetzt die kleine Fähre. Also hier gehen die Fähren ab, die dann rüber nach Granville Island oder zum Expo-Gebäude gehen. Das ist die Granville Bridge. Hier sind die verschiedenen Marinas. Das hier ist die Burrard Bridge. Und so ziemlich ruhig, also sonst ist normalerweise um diese Jahreszeit viel, viel mehr los. Aber die Touristen fehlen. Die dürfen ja noch nicht rein. Gut, ich glaube, jetzt habe ich was gehört. Kommt der Große? Nee. Ich warte auf meinen Enkel. Okay, das war's. Am Dienstag bin ich dann fliege ich rüber auf die Insel. Freue ich mich schon und sehe meine Hunde, auch nach 10 Monaten. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Zeit in Deutschland. Ich bin jetzt froh, dass ich hier bin. Ciao. Daniel? Nee. Ciao.